Erste Vorrunde in Duisburg am Donnerstag und die Brezenheimer in Schwarz mit der ersten Aktion. Martin Rode scheitert an Raoul und dann nochmal mit diesem Freistoß. Rosenthal blockt den Ball irgendwie unglücklich, wäre aber vielleicht auch vorbeigegangen. Die Regensburger, der Meister von 2017, oft in der Defensive gefordert und das Ganze hier exemplarisch immer wieder mit vollem Einsatz, aber auch total fair. Dann kamen die Roten natürlich auch nach vorne. Aber erstmal hält Christian Wölfe-Schneider, der Keeper und Spielertrainer der Mainzer. Und dann in der zweiten Halbzeit war er aber chancenlos beim 1:0 von Philipp Ropers. Super Aktion, Schimau und Ropers, das war klar abgesprochen und lang diagonal rein das Ding. Ropers, bester Mann der zweiten Halbzeit, aber bester Torschütze bei den Regensburgern, wurde dann ein anderer. Nach diesem Offensivversuch des Keepers, der Brezenheimer, war natürlich hinten alles offen. War er schnell genug zurück? Nein, denn Alexander Günther machte sein erstes Tor mit seiner feinen Technik. 2:0, also die Führung für Regensburg, und Ropers wieder mit der Vorarbeit, in diesem Falle für Eduard Roth, das 3:0 für die Roten. Und da sieht man auch diese Übersicht bei Ropers, der in der zweiten Halbzeit voll zu überzeugen wusste. Schimau dann mit dem Pass wieder auf Alexander Günther, und das war dann schon die Entscheidung, auch wenn die Brezenheimer mit Engel noch mal rankamen, in Anführungsstrichen 1:5, immerhin der Ehrentreffer. Und dieser Valerie Engel, der hier schön mit der rechten Innenseite verwandelt an Raoul vorbei, der hätte kurz vor knapp dann auch noch das 2:5 erzielen können oder auch müssen, traf nur die Latte, aber das hätte ihnen auch nicht mehr genützt, den Mainzern. Sie sind raus im Viertelfinale am Freitag. Der Jan aus Regensburg nach 5 Toren in der zweiten Halbzeit. Dreifach Torschütze Alexander Günther und der Favorit bei der 4. Endrundenteilnahme in Folge, also im Viertelfinale.